Anime-Fan. Spielen wir im Team oder gegeneinander? Ich glaube, heute mal im Team. Ich würde sagen, wir müssen ja im Team spielen. Ihr habt nämlich in der letzten Folge geschrieben, Anime-Fan ist ein Engel. Vielen lieben Dank dafür. Ja, das war sehr charmant. Jetzt weiß ich kann ihm vertrauen. Ja, kein Problem. Oh, wach! 3-2-1! Hallöchen, was geht ab? Sei ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Teil GTA! Achso, lass kurz rumfliegen und jetzt legen wir los mit einer russischen Map. Zusammen mit dem Anime-Fan, Hallöchen! Hallöchen! Na, wie geht's dir? Gut, und selbst? Ja, ich stehe hier. Nein. Der Engel hat zugeschlagen. Ich konnte stehen bleiben, jetzt nicht mehr, ne? Ne, deswegen war ich ja die ganze Zeit unterwegs. Junge, der macht nur Faxen. Wir haben hier eine russische Map, die auch nicht so viele Prozent hat, also sehr, sehr knifflig sein soll. Und zwar ist es eine Art Gefängnis. Ein mega Escape Room, der aber auch mit Rätseln verknüpft ist. Das heißt, man kann wohl den Ausgang gar nicht so finden, sondern wir haben nur einen Tipp: Finde die Bälle. Man muss Bälle oder Kugeln irgendwas nutzen, um rauszukommen. Geil. Aber wie, stellt sich die Frage. Das kriegen wir jetzt hin. Hallöchen. Wow. Direkt ins Wasser mit dem Auto. Wow. Okay. Anime-Fan. Spielen wir im Team oder gegeneinander? Ich glaube, heute mal im Team. Ich würde sagen, wir müssen ja im Team spielen. Ihr habt in der letzten Folge geschrieben, Anime-Fan ist ein Engel. Vielen lieben Dank dafür. Ja, das war sehr charmant. Jetzt weiß ich kann ihm vertrauen. Deswegen sind wir heute Engel, okay? Ja, hört sich gut an. Du bist falsch umgefahren. Achso, ja, ich bin andersrum weiter an der anderen Seite gespawnt. Ach, du bist ein Deutscher, du fährst Deutsch. Ich bin Engländer, ich bin falsch herum. Junge Engländer, Alter. Pui. So. Nein! Okay, was ist hier verkehrt? Also, wir sehen hier verschiedene Gänge, verschiedene Ebenen. Das ist ja eine weitere Map der Tomb Raider-Reihe. Also, schon knifflig, aber aktuell noch machbar. Entspannt machbar. Tomb Raider ist ja der Klassiker. Ich weiß gar nicht, ob ihr den... Also sehr gut machbar. Oder bin ich einfach nur auf dem Boss-Level heute? Naja, ich schätze, beim Ausgang wirst du Probleme haben. Oh! Oh! Aber das habe ich nicht geschafft. Oh, diesmal habe ich den Sprung geschafft. Nice. Ich glaube, ich bin auf dem Boss-Level heute. Hä? Okay. Ja. Nein! Ist das genau wie Tomb Raider? Ja, hier muss ein Ball rein, damit wir rüberkommen. Was? Da oben ist ein Ball. Guck mal, das ist das Rätsel. Der Weg ja scheint ja einfach zu sein. Ja, aber der Ball ist über mir, rechts siehst du ihn? Genau, du brauchst den Ball, um darüber zu kommen. What? Wie kommst du denn an den Ball, ist hier die große Frage. Du bist von der anderen Seite wahrscheinlich dran. Ja, aber ich glaube, man muss da nochmal komplett zurück. Oh, ist das geil. Okay, du bist ja, ich bin schon zurück. Ich habe eine Abkürzung genommen. Nein, ich will's auch. Okay, du hast gesehen, das ist eine Abkürzung. Nice. Das ist ein cooles Rätsel. Aber wie komme ich da jetzt hoch? Das mag ich richtig gerne. Du musst da irgendwie. Auf das Gelbe da oben müssen wir drauf. Genau, hier sind die Amazon-Pakete. Ah. Aha, guck mal, warte, der erste ist bestimmt noch einfach. oder? Ich würde sagen, es wird wahrscheinlich immer schwieriger, gehe ich davon aus. Glaube ich auch. Ich meine. Die einfach schon denken, dass wir das Rätsel gelöst haben und werden von einer Sackgasse in die andere geführt. Ist das hier richtig? Das ist der nächste Ball, würde ich mal behaupten. Nee, das ist der Ball. Nein, wir brauchen den Ball da hinten. Wir brauchen in einer Radarstation den Ball. Stimmt. Wir haben einen anderen Ball schon gelöst. Was? Wir haben einen anderen Ball gelöst, Leute. Wow. Geilo. Da war ein Baum. Ich habe eine Idee. Oh mein Gott! Nobelmeister Kev hat das Rätsel gelöst. Cool. Lass mich da rein. Nein. Er macht einfach den Zaun kaputt, okay. Ah! Anime-Fan, ich rutsche auf den Rücken. Wie hässlich. Bist du eine Schildkröte? Warte mal. So. Vielen Dank. Der Engel hat zugeschlagen. Oh, auf zwei Reifen. Yo! Ich bin drüber. Schon lebt. Du bist durchgekommen, ne? Ja, ich bin oben drauf. Anime-Fan ist durchgebrochen. Hier sind nämlich, glaube ich, die Amazon-Pakete, oder? Hier sind wir vielleicht aber scheinbar in eine ganz andere Richtung jetzt. Nee, wir fahren genau richtig. Ach, verdammt!
Ist da nichts? Doch. Nein, hier ist eine Sackgasse. Wir wissen ja nicht, ob man mit unsichtbaren Elementen arbeitet. Ja, das ist das Problem. Das ist nämlich Siebert. Eigentlich würde ich glauben, man muss hier. Ich droppe einfach. Ey, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Geil, oh, da ist er. Amazon-Pakete, hallo. Jetzt sind wir an der Stelle, die wir gesehen haben. Genau, nice. Die Frage ist... Ich respawn mal, guck mal. Was? Ich respawn, gucken. Ah, ja, guck mal, ja, Freunde, da ist der Ball. Und er fällt genau ins Loch. Genau, das ist geil gemacht. Die Frage ist jetzt... Müssen wir noch mehr machen? Weiter, oder müssen wir weiter rätseln? Eigentlich wäre es, glaube ich, besser, wenn wir erstmal hier rumfahren würden. Und gucken wir mal, ob wir noch mehr Bälle finden. Ja, genau. Mehr Bälle finden. Aber ich will auch wissen, wo die Bälle sind. Wow! Alter! Wow! Was hier passiert? Ey Junge, wir sind nicht voll... Das Wasser ist übelst hoch. Ja, bei mir gerade auch. Nein, ertrunken! Nein, dein Wagen war im Weg. Ich hoffe, der ist despawned, ja. Ja, ich dachte... Boah, momentan ist das aber sehr hoch. Alter. Geile Rätsel-Map, Mann. Geile Rätsel. Ich weiß, das mal ist... weiter mal schauen. Ja, genau, hier. Bremsen. Okay, nice. Die Frage ist, ich glaube, man muss von hier weiter rätseln, oder? Da ist eine Ball, die wir eben runtergeschmissen haben. Ich sehe den schon. Den zweiten? Oh mein Gott, wir haben zwei Rätsel auf einmal gelöst. Ja. Nice. Das hat wirklich geklappt. Geil. Das ist echt eine geile Map. Oh, wie cool gemacht. Cool gemacht, auf jeden Fall. Hier ist der Punkt, ich hab Punkt. Okay, aber wo geht's jetzt? Hier geht's nicht lang. Fahren wir mal weiter in die Gasse lang. Nein, ich sehe hier ein bisschen was. Da sind wir eben. Hier... Meine Herren! Oh! Nein! Hör nicht mehr filmen! Ich geb den Tipp. Pass auf. Ich war ein Tick zu langsam und bin abgeprallt. Oh. Wow. Okay, aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss, ne? Auf jeden Fall ist der Punkt über uns. Ich fahre einfach nach oben, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich fahre einfach. Jo, ich habe den Punkt. Geilo. Jetzt ist der Punkt noch weiter oben. Die Frage ist, müssen wir... Nein, ich hätte nicht abbremsen sollen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Oh, da haben wir ihn gesehen. Oh mein Gott, man muss ja komplett einmal rum. Das ist mies. Das sieht geil aus. Jetzt hier rüber die Brücke. Ey, das ist richtig Tomb Raider Action. Wie geil ist das denn? Wir sind nämlich auch ein bisschen in Prince of Persia. Das nicht, ob ich würde sagen, das kenne ich. Teile. Das ist geil. Das ist richtig geil. Uff. Ist schon... Da hat er sich viel Mühe gegeben, meine Herren. Oh, richtig viel Mühe. Ich habe echt... Nein, was mache ich denn da? Was mache ich denn da, Freunde? Ah, da bist du schon wieder. Hallo. Ja, hallöchen. Darüber springen? Ja, moin. Wurde weggerissen vom Leben. Oh, ich war zu schnell? Okay. Ja, den fand ich auch nicht ganz so leicht, den Sprung. Alter. Der zieht aber ordentlich an. Okay, Leute, jetzt... Nein! Concentration. Konzentrieren hier schnell dran vorbei. Yes, bye, komm. Bye, Unimo. Und jetzt hier einfach nach rechts lenken. Schön gegen die Wand. Hier habe ich nämlich den Fehler gemacht. Hier bin ich gesprungen, weil das so aussieht wie eine Rampe. Mhm. Muss aber tatsächlich rechts rum. Okay. da war ich einfach nur zu doof. So. Die Frage ist, müssen wir jetzt nur weiterfahren oder kommt irgendwo nochmal ein Rätsel? Ich weiß es nicht. Das ist geil. Ist ja geil, wenn noch ein Rätsel käme, ja. Oder? Weil das wäre... Die ersten beiden waren schön. Das ist vom Prinzip her geil, keine Frage. Aber es wäre sonst ein klein Ticken cool. Also unrätselig, finde ich. Weil was ich meine, es sind einfach zu wenige. Ja, die ersten Mal waren schön, suchen die Bälle, aber jetzt ist mal ein bisschen... Nein, nochmal alles von vorne. Bei den Containern verkackt? Nein,
der Sprung nach dem Container, da bin ich nicht hoch genug gewesen. Also muss man Vollgas direkt fahren, okay. Genau. Alter, der kann Wheelie, oder? Nein! Auch verkackt? Ja. Der Container hat mich leider aussortiert. Was? Der Container hat mich leider aussortiert. Ah, rein ins Löchlein mit dir. Nein, meh, aber ganz ehrlich, stell dir vor, ich weiß nicht, wieso die Fallen hier deaktiviert sind. Stell dir vor, die Fallen werden hier noch aktiviert. Das wäre dann noch interessanter. Dann wäre es wirklich. Das wäre richtig interessant. Wieso sind die deaktiviert, frage ich mich. Nein, oh mein Gott. Irgendein Fehler in den Einstellungen gemacht? Also wahrscheinlich. Ich nehme mal an, er macht keine Fehler. Ja, normal nicht. Ich nehme es wirklich an. Aber wenn die Fallen aktiv wären, wäre es richtig böse. Das wäre mega böse. Hopp! Uff! Gerade so rüber. Gerade so. Okay, nee, ich sehe da noch weitere Bälle. Okay. Wahrscheinlich mal am nächsten Punkt müssen wir vielleicht uns hier konzentrieren. War hier mal runter. Ach so, genau, da kann schon ich wieder nicht genügend Speed. Okay. Jetzt fahre ich hier etwas zurück. Hä? Ich blicke hier überhaupt nicht mehr durch. Hä? Wir fahren jetzt wieder das zurück, was wir hergekommen sind? Aber komm, unter mir, unter mir sind die Amazon. Das sind andere Amazon-Pakete, oder? Keine Ahnung. Ich meine, das können auch andere Pakete sein, aber ganz ehrlich, 99, habe ich das Gefühl, wenn Paketbote kommt, 99% davon von Amazon. Ja, so könnte passen. Oder Leute, die bei ice.de bestellen. Richtig inkognito, weißt du? Ja. Nein! Also richtig unauffällig. Richtig Leute, unauffällig. Wenn du weißt, was das ist, dann hau jetzt einen Daumen nach oben drauf. Ohne Witz, Junge. Das ist so unauffällig auffällig. Please. Bin ich gerade nicht wirklich im Kreis gefahren, oder? Dreh dich im Kreise. Wo muss ich da hin? Wie komme ich da hoch? Wieder eine Falle? Versteckte Sachen? Ich glaube, ich habe verstanden, was gemacht werden muss, aber... Ich weiß nicht wie. Ich glaube, da oben ist ein Ball. Das ist voll geil gemacht. Da ist so ein Ball auf dem Königsfelsen. Mhm. Und der muss hier in das Loch reindroppen. Und dann bleibt er, glaube ich, so leicht hängen. Ich mach mal das Loch kaputt. Ach ne, da muss der Ball schon von oben rein. Und dann kannst du hier vermutlich hochjumpen. Oh. Aber... Wie sollst du da hochkommen, ist die große Frage. Wieder nicht geschafft, den Sprung? Nee, ich verliere irgendwie die Speed immer. Ja, ich bin da auch, Du bist Vollgas rübergefahren, oder bist du schon um die Kurve Vollgas gefahren? Ich bin links am Container entlang. Mhm. So, damit ich nicht komplett übers Loch bin, sondern seitlich. Und dann bin ich aber wirklich auf der Kante gelandet und rübergeschwappt. Also, das ist ganz knapp bemessen. Schwierig. Genau, das ist eine knifflige Kiste. Ah, guck mal hier. Oh, der tut mir leid, aber der Rätselmeister kann die Beine nicht stillhalten. Seltsam. Okay, das sieht gut. Ey, aber es ist eine geile Map. Oh, noch. Ich habe einen Ball gefunden, einen zusätzlichen Ball. Okay, brauchen wir den vielleicht gleich noch? Ich weiß nicht, was ich mit dem Ball machen soll. Das ist gut. Aber ich glaube, die Map ist so konstruiert, dass man damit keine Fehler machen kann. Nee. Der hat extra von den anderen Bällen Bremsen gesetzt, damit wir nicht hart gegenfahren. Ja, genau. Also ich nehme mal an, ein roter Ball muss auf rote Plattform. Hopp. Ich höre Bälle fallen. Das ist das, was wir am Anfang hatten. Ich habe den Ball freigeschaltet. Okay. Da, wo wir ganz am Anfang waren. Geil. Und jetzt kommt man darüber. Oh mein Gott, ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Ich warte jetzt auf dich. Ja, ich fahre gerade schon diesen Kurs hier ab. Genau, wenn du die beiden Punkte oben hast, ne? Mhm. Dann kannst du respawnen und zurückfahren. Wow. Da ist er ja. Wenn du hinfährst, genau, wenn du landest, bist du auf der anderen Seite der Plattform. Mhm. Das ist ja auch ein Punkt, glaube ich, ne? Ja, auf der anderen Seite muss ich jetzt rüberfahren, über die Brücke hier. Genau, und danach musst du wieder komplett zurück. Wow. Deswegen, ich warte jetzt schon auf der anderen Seite der Mauer, ich warte jetzt auf dich. Oh, da oben ist noch ein Ball. Okay. Wow, hier die Mauer, meinst du? Wow. Ja, genau, komm zurück zu mir.
Komm zurück. Ich bin mal gespannt. Ach so, der Ball macht nachher das hier kaputt. Geil. Unglaublich, oder? Der wird das freischalten. Ist dir das klar? Ja, das ist wow. Voll verrückt. Komm zu mir. Wie soll ich auf die... Fahr zurück. Du musst eine Hast noch weiter zurück. Was? Oh, ich wollte gerade sagen, habe ich gerade Secret Amazon-Pakete gefunden. Aber nee, hier waren wir schon mal. Die Amazon-Pakete sind respawned. Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? So, fahr ganz zurück, dann musst du hoch. Ach, wieder auf die Straße hochfahren, auf die Schnellstraße, okay. Na, und dann bist du da, wo ich bin. Habe ich jetzt hier gewartet. Ah, okay, ah, ich verstehe. Alter, das ist echt Wahnsinn. Also kann man sagen, der hat sich richtig Mühe gegeben und. Da ist er doch. Anime-Fan, komm. Ach, da unten ist er. Genau. Und hier konnte ich oben den Ball runterstoßen, den wir damals von unten gar nicht zugreifen konnten. Und da rein. Ah, wow. Und jetzt kann man hier rüber. Zack. Aber man hier verkackt man wieder einen ganzen weiten Weg vor sich, meine Herren. Oh mein Gott. Und guck mal, ich dachte, das wäre am Anfang nur so ein Tor gewesen. Mhm. In Wahrheit. Ist es eine Brücke? Ist das eine Brücke? Das ist es. Wie krank ist das denn bitte? Das ist Wahnsinn. Oh mein Gott, ey. Also hier steckt so viel Liebe drin. Das ist unglaublich. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange er hier gebaut hat. Alter, das ist mega langes Level-Design. Mega geiles Level-Design. Das ist, wow. Und jetzt kann man den Ball hier seitlich runterspringen. Oder gibt es hinten noch einen sicheren? Hier müsste oben noch ein Ball irgendwo sein. Naja, hier, genau. Wenn ich jetzt hier runterjumpe. Hopp. Dann bin ich jetzt hier am Ball, ohne Witz. Komm her, ich warte noch auf dich. Wir stoßen ihn zusammen an. Nicht, dass wir nicht Auswasser machen müssen. Ich war mal kurz gucken, einen Moment. Na, ich glaube, nee, da ist nichts mehr, das ist einfach nur die Straße, die weitergeht. Ja, ja, genau, da hab ich auch geguckt. Sicher ist sicher. Ich stoß den doch lieber mittig an, dass er mittig rollt. Warte, ich geh dir mal von unten angucken, damit man mal was sieht. Genau, du darfst mich anstoßen. Achso, du bist unten jetzt. Ja, ich bin unten, ich schau mir, dass du das hier zerstörst. Da kommt er, Freunde, der Ball rollt. Ich bin ganz leicht angestoßen, jetzt will ich sehen. Er rollt. Da fällt er und was wird er machen? Ja, er macht den Boden kaputt. Die nächste Ebene ist freigeschaltet, Freunde. In Wahrheit muss man da rein. Ja, hier ist der nächste Punkt. Nice. Geil. Wow, Windschatten. Also. Alter, wir haben es geschafft. Oh. Darüber. Oh. Eieiei, Konzentrationsding. Ja. Die Brücke. Oh mein Gott, was für eine geile Map, Mann. Die Brücke mit Haien. Ah, komm. Es gibt nur ein Gas. Nein! Was? Es verkackt? Es gibt nur ein Gas. Vollgas und ich hab's verkackt. Okay. Was ich mich auch immer noch gefragt habe, Leute. Ganz damals, vor ein paar Jahren, war doch der eine, dieser Truckfahrer, der immer Knallgas gesagt hat, voll... Kalle war das, oder wie hieß der? Weiß ich nicht. Irgendwie sowas war das. So, und ist der noch im Hype oder war das so eine Eintagsfliege und der... Um den kümmert sich keiner mehr. Weiß ich nicht, was. Ich finde Knallgas immer noch geil. Oh! Zu übermütig. Aber es ist eine geile Map. Die ja. Ist gut. Die hat einen schönen Rätselfaktor. Die hat einen. Und einen schönen Schwierigkeit gerade noch. Okay, du musst rechts drauf springen. Ich dachte links. Nein, der letzten verkackt. Wow. Das ist schon heftig. Leider muss ich ein bisschen Anschwung holen. Ja. So. Hopp. Die Frage ist, wo muss ich jetzt raus? Ich bin immer in die andere Richtung wieder gefahren. Jetzt quasi in meine genau, Richtung wieder springen. Wenden, glaube ich, ne? Ja. Genau, warte kurz, dann machen wir das nacheinander. Hopp. Let's go! Stark. Uff. Oh, viel zu. Alter, das ist aber geil. Let's do this! Nochmal kranke Sprünge. Bist du schon raus? Ja. Sicher? Ne, jetzt muss ich da rausspringen, glaube ich. Beim letzten muss man... Da raus! Ja, ich hab's geschafft! Nice! Was für eine
geile Map. Map. Hallo. Hallo. Meinst du, da hat hier noch ein Secret eingebaut? Ich kann, keine Ahnung, muss mal gucken. Guck mal, es gibt wirklich ein Secret, ein Rätsel. Geil, nochmal in der Rätselende. Drei, ey, das ist ja voll geil. Drei Wege und jeder von uns wird sich einen aussuchen. Ui, ui, ui. Ich bin kein Freund dieser Sprünge. Ey, der letzte ist irgendwie anders gesetzt, kann das sein? Der letzte ist... Kann ich ehrlich gesagt nicht bestätigen. Ich versag kack immer den letzten. Die ersten beiden, ja locker. Und den dritten? Ich warte hier oben auf dich. Hier der erste, locker. Da bin ich sogar zu gut für, meine Herren. Kamera! Wow! Deine Kamera ist hier ein bisschen kritisch. Ich habe immer Probleme beim dritten, komischerweise. Die ersten beiden... Easy. Das hier. Wow. Drehen, drehen. Gut. Ah, Ruine. Hallo. So. Das heißt, diesmal ein bisschen flacher rausspringen. Treffer versenkt. Ist nur die Frage... Du musst in meine Richtung rausspringen. Ah, da hinten oben drauf auf die also Straße. Also an die Seite, ne? Nicht nach vorne. Ich sehe es schon. Da kommt Anime-Fan! Gleich hat das auch! Wuhu. Er fliegt! Nice! Und jetzt das Rätsel, Leute! Wenn ihr es noch nicht getan habt, warte kurz. Ja. Wenn du bis hierhin geschaut hast und es noch nicht getan hast, dann drop auf jeden Fall einen Like! Wow! Für diesen wunderbaren Stunt. Ich würde mich riesig freuen. Außerdem supportest du mich damit Tag ein, Tag aus. Vielen lieben Dank. Und jetzt geht's ab. Wäre ich ganz ehrlich, ich nehme links, weil ich Linkshänder bin. Ich nehme rechts. Und rein. Wow, zu hoch gesprungen. Ich bin jetzt gar nicht kaputt gegangen. Ich glaube, du musst mit der Schnauze runterkommen, damit du schon mehr Schaden machst. Und? Auch nicht. Okay. Nein! Beide falsch. Ich nehme die Mitte. Du weißt, ich bin scheiße. Ja, okay. Die Mitte ist die richtige. Ah, ich hätte mich doch drauf verlassen sollen. Rein mit dir. Rechts vor links. Doch die goldene Mitte zuerst. Ist das so? Ja. Aus einem ganz alten Spiel, was ich gespielt habe. Aha. Weißt du? Mit dem Rückwärtssprung. Oh! Oh, 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 oh. Ja! Wir sind die Erste geworden, doch! Wie das denn? Leute, mega geile Map! Was soll ich sagen? Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Ich hoffe, du auch. Check auf jeden Fall auch Anime-Fan aus. Verpasst kein Video mehr und abonniere jetzt sofort. Ich würde mich riesig freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleib geil, und falls du neu abonniert hast, schreib mal Anime-Fan ist immer noch ein Engel in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und ciao! Ciao, ciao! 9000stel! Oh!